schnell weiter, bevor seine Männer noch verrecken. Meine Männer. Aber echt schicke Kühlschränke, die die hier haben. Und was ist das? Auch eine Waschmaschine oder ein Trockner. Ja, das ist doch auch immer nicht schlecht. Was stelle ich mir auch in meinen Vorgarten, dann steht es nicht so doof im Haus rum. Ne? Ist ja auch immer schade um den ganzen Platz, den man da verschwendet. So, kriegt den Panzer alleine kaputt. Oh. Zack. Ach, da sind noch Scharfschützen im Gebäude. So, weiter. Irgendwie Stromversorgung. Hier sollten wir vielleicht... Das sieht so aus, als ob man mit der Hand dagegen fassen soll. Ja, das glaube ich. Ja, das soll das heißen. So. Der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen und genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Wo ist der? Red Deutsch. Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das da. Und jetzt setz dich in die Ecke. So, wie in der Schule. Und jetzt setz dich in die Ecke. Los. Oh, und jetzt sagen wir uns erstmal richtig cool James Bond-mäßig hier ab. A la Hollywood-Klassiker. Und dann geht's weiter. Jeha. Los. Jetzt holen wir dann Nikolai raus. Und weiter. Hopp, hopp, hopp. So, drei Stück sofort weggeklatscht. Perfekt. Das Ding brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr, aber die AK. Los. So, mal gucken. Und ihr könnt auch nochmal eine Granate ins Gesicht kriegen, wenn ihr wollt. Aber er hat noch nicht, er will nochmal. Alle weg. Sehr schön, mal gucken, wie das G3 hier so ist. Durchladen, runter und weiter. Sieht sicher aus. Oh, ein Raketenwerfer, aber den nehmen wir jetzt nicht, ne? Muss ja nicht. Oh, Beine hätte ich euch abgeknallt, Leute. Los. Ne, hier sind auch keine Feinddaten. Weiter. So, jawohl. Ich bin bereit. Schalldämpfer anmachen oder hier Schalldämpferwaffe rausholen, damit die Feinde uns nicht sofort bemerken. Und wenn der Strom aus ist, dann sieht man ja nichts mehr. Okay, Strom unterbrochen. Los! Victor! Elektrische! Diese Nachtsichtgeräte machen es einfach. Oh, dann mal schnell weiter und psch. Ja, ist jetzt mal gut. Rumgeschieße hier. So, Gas ist auch da. Sehr schön. Da ist Nikolai. Oh, perfekt. Beinahe hätte er uns getötet, der Penner. Er ist es. Nikolai. Fixer. Bist du noch? Kannst du noch? Nikolai. Weil ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Ja, kein Problem, Digga. Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Treffen bei Landes. Das Paket, ja. Sind wir jetzt beim Paketdienst-Simulator oder was? Los geht's. Na egal. Dann jetzt schnell weiter und weg hier. Ich hab keinen Bock, länger als nötig in dieser gottverdammten Gegend zu verbringen. Ja, wir können leider nicht los. Ich komme nicht über den Zaun. So, und dann jetzt rein in den Helikopter und hoffen, dass wir nicht irgendwie abgeschossen werden oder so. Bei den ganzen Raketenwerfern, die da rumlagen. Und Leertasten. So, dann chillen wir uns mal auf diese gemütlichen, toll gepolsterten Stahlsitze hin. Die schon ein bisschen angegammelt aussehen. Aber, och, du, ist ja nicht schlimm, ne?
lebend kriegen. Och, man kann es ja wenigstens mal versuchen. Wenn er stirbt, wäre ja auch nicht schlimm. Dann wäre das Volk wenigstens auch von diesem Penner erlöst. Und was geht jetzt? US Marine Corps. Sergeant Paul Jackson. Oder Paul Jackson. Und wo spielen wir denn? Oder wo müssen wir jetzt hier unseren Einsatz machen, tun, erfüllen, Mission machen, erfüllen, tun, haben wollen? Ja, ich kann sehr gut Deutsch. Perfekt. Marines, unsere Aufklärer glauben Al-Assad in einem Gebäude am Westrand der Stadt. Oh, Häuserkampf. Das wird, wir müssen den Randbereich sichern und Al-Assad schnappen. Hurra, dann los. Hurra. Oder Hurra. Dann geht's jetzt ab. Wenigstens hier mal ein bisschen besseres Wetter. Und auch mal Tag. Mal sehen. Sieht ein bisschen dunkel aus. Aber mit so vielen Kameraden wird das schon irgendwie gut gehen. Hat jetzt schon? Ja, es laggt ein bisschen, ich weiß nicht warum. So. Wenigstens schon mal unter Sperrfeuer legen, dass die Typen einfach unterdrückt werden. So, dann jetzt schnell runter und schnell weg, bevor wir abgeschossen werden. Also der Heli soll schnell weg und wir schnell weg von der Landezone. Denn jetzt sind wir am verletzlichsten. Jetzt steht der Heli nämlich und wir sind am Seil. So, zack und weiter. Es leckt jetzt leicht, aber es ist noch spielbar. Oh, da kann aber einer gut sprühen. Da ist das Zielgebäude. Tür auf der linken Seite aufbrechen. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja. So. Und eine Blendgranate bereit. Oh, lecker. Ladung zünden. Gehen rein! Gehen rein! Sicher! Alles sicher? Gut. Ach, jetzt soll ich wieder vorgehen, ne? Oh, auch alles durchgeladen, alle Waffen durchgeladen, sehr gut. Los, los, los. Ach, das, oh, das war nur an der Wand gesprüht, ich dachte schon. Oh, das war knapp. Den haben wir noch schnell niedergeschossen. Drei Teile haben wir schon gefunden. Oh, läuft denn überhaupt nichts anderes im Fernsehen? Langsam nervt's. Oh, ja, ohne Computer. Ihr seid auch schlau, ne? Habt ihr euch wieder nicht vorher informiert? Oh, eine Shisha. Lass mal eine Runde ziehen. Schade, keine Kohle drin. Was haben wir hier für eine Waffensammlung? Dragunov. Schönen Schrotflinten AK-47 mit Granatwerfer. Oder mit Grenadier, wie es hier heißt. Können wir irgendwo Granaten noch aufnehmen? Jetzt haben wir nur zwei, das ist ja jetzt nicht ganz so viel. Oh yeah, das sieht auch schick aus. Aber egal. Landgranate. Ich sehe hier keine Feinde. Beide niedergestreckt. Ich bin halt der Held der Nation. Gegen mich kommt einfach niemand an. So, yeah. Ich mache hier alle alleine fertig. Ein Mann-Armee eben, ne? Ja, das sind doch mal schicke Schlafquartiere. Hier würde ich auch am liebsten gleich einziehen bei so schönen Bedingungen. Wir müssen alle Personen überprüfen und so alle. Ja, du, dann überprüf mal du. Ich gehe mal wieder an die frische Luft. Oh, da stinkt mir dazu sehr nach. Tut. Oh, hier sind Kameraden gestorben. Eieiei. Das ist aber nicht gut. Gefällt mir nicht. Gut, dann jetzt zum nächsten Zielgebäude. Ich habe eben erfahren, dass Al-Assad einen halben Kilometer östlich von hier aus einer Fernsehstation sendet. Oh, dann mal hin da. Und erledigen das Paket dort. Bewegung. Das hört sich ziemlich nach Artillerie bzw. ja, Bombardement an.
Aber egal, weiter jetzt. Ah, das sind immer die gefährlichsten Sachen. Wenn man hier so auf der Straße sitzt, von allen Seiten her beschossen werden kann. Weil man hat kaum Deckung, überall stehen explodierende Fahrzeuge und ja, der Feind kennt sich natürlich deutlich besser aus als wir. Scheiße, ein Marine ist gestorben. Ich will keinen Mann zurückgelassen. Los, 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 Kameraden. Weiter, weiter, weiter. Alle durchgeladen. Dann machen wir weiter. Ich denke mal, das war ein guter Treffer. Oh, den hast du auch niedergestreckt. Verdammt, Granate. Sie laufen davon, das ist immer gut. Sieht mir aber nicht so aus, als ob die davon laufen hier. Wenn die uns unter Feuer nehmen. Sieht man mal, dass das keine ausgebildeten Spezialeinheiten so wie wir sind. Die treffen nämlich nichts. Auch wenn deren Waffen auch einfach geradeaus schießen. Naja, egal. So. Hat jeder durchgeladen? Dann weiter. Kameraden. Vorsicht! Kameraden auf 6 Uhr! Jawohl, jawohl, jawohl. Von hinten kommen Kameraden. Im ersten Stock, wo? Da oben drin, ne? Verdammt, Granate. Da. Die AK schlägt ja die Wand zum Glück. Oh, und dann jetzt weiter. Oh, der Heli macht das schon. Hier oben waren noch gerade welche. Ah, hier ist eine neue Feindaufklärung. Und hier sind noch mehr neue Waffen, die wir gegen die Feinde einsetzen können. Dann machen wir weiter. Und vorwärts. Los, los, los. Dann von wo das? Von wo wurden wir gerade beschossen?